thank you RessourcenFM, dem Podcast für Material- und Energierohstoffe. Mein Name ist Martin Hillenbrand und ich freue mich, euch heute hier begrüßen zu dürfen. Heute sind wir hier in der fünften Episode, leider nach einer längeren Pausenzeit bedingt durch viel Arbeit, irgendwo muss ja auch Geld herkommen und äh, vielen Klausuren in der Universität. Eigentlich wollte ich heute mal den Dieselskandal unter die Lupe nehmen und mir hier anschauen mit euch zusammen, was denn hier passiert ist, weil so die technischen Spezifikationen sind ja noch nicht so ganz klar, zumindest mir nicht, da wird sehr viel erzählt, was teilweise auch nicht stimmt, aber mir ist dann aufgefallen, es macht einfach viel mehr Sinn, wenn man wirklich mal bei den Basics anfängt, deshalb wird es heute um Erdöl und Erdgas gehen und hoffentlich dann in der nächsten Episode um den Dieselskandal. Was ja auch relativ interessant ist, was wir gesehen haben in den letzten Wochen, deswegen wollte ich die ganze Zeit wirklich einen Podcast auch nochmal machen, eine Episode. Und zwar der Handelskrieg zwischen Trump, China und Europa, der sich ja auch schon seit längerer Zeit abge äh, angebahnt hat und abgezeichnet hat und der jetzt durch Trump wirklich zum Eskalieren gebracht wird, beziehungsweise durch die EU. Ähm, dem möchte ich mich eigentlich auch nochmal ganz kurz zuwenden und hier eben das aus einer. Etwas ähm, ja, strategischeren Sicht betrachten. Jetzt fangen wir aber einfach mal mit dem Thema Erdöl an, äh, beziehungsweise Erdgas an. Und zwar, was viele nicht wissen: Wir haben in der BRD, also in der Bundesrepublik Deutschland, einen recht hohen Verbrauch an fossilen Rohstoffen und hier insbesondere an Erdöl und Erdgas. Gut, das wissen die meisten noch. Aber was viele nicht wissen, ist, dass der Hauptteil davon äh, die energetische Nutzung mit 81% ist, dann haben wir eine stoffliche Nutzung in der Chemie, also dass wir daraus Kunststoff und sowas machen. Und das sind nur 4%, was mich persönlich überrascht hat. Und 15%, also wirklich äh, der kleinste oder der zweitkleinste Teil, geht äh, als Kraftstoff in den Verkehr. Und hier muss man jetzt auch überlegen, energetische Nutzung, das bedeutet, wir verwenden es eben, um äh, Wärme bereitzustellen oder eben ähm, ja. Strom zu produzieren und sowas. Ähm, die Kraftstoffnutzung, das dachte ich immer eigentlich immer, dass hier der Großteil der äh, Mengen reingeht. Äh, das ist aber eben nicht der Fall. Der Einsatz von Erdöl in der chemischen Industrie, hier teilt sich das Ganze nochmal ein bisschen auf. Und zwar haben wir 59%, Prozent, was als Kraftstoff verwendet wird. Das macht jetzt auch wieder Sinn, Benzin und Diesel. Und 14%, Prozent, das als ähm, jetzt ja, zur stofflichen Nutzung in der Petrochemie eingesetzt wird und hier sind es dann nur 27 Prozent, die zur energetischen Nutzung verwendet werden. Also dann zum Beispiel für Dieselaggregate oder aber Heizöl auch. Ähm, das bedeutet auch andersrum, dass wir einen sehr großen Teil des Gases eben nutzen in der Energiegewinnung, beziehungsweise es ist ja eigentlich eine Energieumwandlung. Also in Gaskraftwerken oder aber zur Wärmebereitstellung gibt es ja ganz viele, die eine Gasheizung haben. Und der gesamte Rohstoffmix der organischen Chemieprodukte in Deutschland 2013. Ähm, insgesamt haben wir hier ungefähr 20 Millionen Tonnen an ähm, eingesetztem Material für den stofflichen Einsatz. Davon sind 13% nachwachsende Rohstoffe, 2% sind immer noch Kohle, 11% fallen auf Erdgas und 74% entfallen auf NAFTA und andere Erdölderivative. NAFTA, das ist so ein Begriff, äh, den man oft hört äh, das ist im Grunde eben ein Sammelbegriff für verschiedene Erdöl Derivate, Erdölerzeugnisse und ähm, ja man verwendet es einfach um das zusammenzufassen so, wenn wir jetzt aber mal überlegen, okay, was ist denn eigentlich Erdöl? Dann hat jeder so eine, ja, ich sag mal eine schwarze Pampe im Kopf. Die meisten kennen das aus der Nordsee, wo dann mit großen Förderinseln eben das Erdöl unter dem Meeresboden rausgeholt wird. Hier muss man aber auch betrachten, dass die Nordsee ist eigentlich gar kein so großes Fördergebiet, sondern 90 Prozent der weltweiten Erdölvorräte erstrecken sich eigentlich über zwei Großregionen. Und zwar ist das einmal ähm, im Bereich Alaska, Alberta, also in Kanada, so der mittlere Westen der USA, Mexiko, Venezuela und Brasilien. Hier gibt es so ein großes Gebiet, in dem sehr viel Erdöl vorkommt. Und ein zweites Gebiet, das ist in Nordafrika, ähm, eben über Nordafrika, die arabische Halbinsel, das Kas die kaspische Senke, Westsib. Und bis rüber nach Indonesien. Und in diesen beiden Gebieten gibt es eben vor allen Dingen das Erdöl. Das hängt damit zusammen, dass früher in diesen Gebieten eben eine starke Sedimentation von ähm, Phytoplankton stattgefunden hat. Aber dazu komme ich jetzt gleich auch nochmal, also ein bisschen später. Ich hatte die Definition der natürlichen Ressourcen schon mal in einem vorherigen Podcast angesprochen, ich möchte es hier nochmal erwähnen und zwar, es gibt das sogenannte McKelvey-Diagramm, einfach mal danach googeln ich kann es auch nochmal in die Shownotes reinpacken ähm, Ressourcen kann man aufteilen in wirtschaftliche und unwirtschaftliche, das bedeutet die wirtschaftlichen sind eben die, die wir aus dem Boden rausholen können und die momentan kostendeckend abgebaut werden können, ähm, diese wirtschaftlichen Ressourcen nennt man auch Reserven oder potenzielle Rohstoffe, weil man sie eben abbauen kann. Und im unwirtschaftlichen Bereich hat man dann eben die ganzen restlichen Ressourcen oder aber die Grenzreserven, auch genannt Reservenbasis. Und das unterscheidet sich jetzt nur in einem anderen, also wenn man sich das vorstellt als Diagramm, in einem anderen ähm, Aspekt, und zwar dem Grad der geologischen Sicherheit. So, wenn wir jetzt Erdöl abbauen, dann. Bohren wir ja praktisch ein Loch in den Boden, aber wir wissen ja erstmal noch nicht, was ist denn da unten drin und wie viel und wie gut ist das denn, was da unten drin ist. Das heißt, wir haben erstmal Explorationsbohrungen und können dann unentdeckte Vorkommen eben identifizieren. Und hier gibt es nochmal eine Abstufung. Also bei den Unentdeckten kann man abstufen zwischen den hypothetischen und den spekulativen. Also hypothetisch ist, wir haben jetzt ganz viele Löcher gebohrt und wahrscheinlich wird zwischen diesen Löchern auch irgendwas sein, wenn die relativ nah aneinander sind. Oder man hat eben seismische Messungen gemacht. Das heißt, man hat entweder Erdbeben benutzt und dann aus der Fortpflanzung von Schallwellen und Druckwellen im Gestein kann man dann eben Rückschlüsse darüber ziehen. Okay, ist das eine Flüssigkeit drin oder könnte das eine Gasblase sein? Und diese, diese Seismische Aktivitäten kann man auch erzeugen, indem man mit einer fetten Rüttel oder mit einer großen Rüttelplatte einmal auf den Boden haut oder aber indem man ganz klassisch mit Sprengungen arbeitet. Hier kann man dann eben ja, hypothetische ähm, Vorkommen annehmen. Und wenn man dann etwas mehr Prospektion, Exploration und Erschließung dann vielleicht am Ende sogar macht, dann kann man eben weitergehen und diese unentdeckten Vorkommen zu, äh, zu identifizierten umwandeln. Das bedeutet, wir haben dann erstmal die Geschlussfolgerten. Also wie ich jetzt gerade gesagt habe, irgendwann kann man Schlussfolgerung, okay, hier müsste etwas sein. Ähm durch diese, durch diese Maßnahmen, die ich jetzt gerade genannt habe, bei den, sorry, bei den hypothetischen Spekulativen wäre es dann eher so, dass wir in der Flora und Fauna sehen, okay, hier wächst jetzt äh, nicht mehr so viel, also vielleicht haben wir hier relativ oberflächennah Erdöl, so wurde das auch früher äh, gemacht. Da hat man geschaut, okay, wo wächst denn, äh, wo wachsen denn bestimmte Pflanzen? Heutzutage, wenn das Erdöl von mehreren tausend Metern Tiefe hochgeholt wird, dann geht das natürlich nicht mehr. Auf jeden Fall eben die Geschlussfolgerten können wir dann eben nochmal weiter explorieren, bis sie dann eben irgendwann nachgewiesene Vorkommen sind. Und in diesen nachgewiesenen Vorkommen können wir nochmal unterteilen in die gemessenen und die Indizierten. Also, gemessen ist dann, wo wir ganz genau wissen, okay, da ist so und so viel drin und da, die und die Qualität. Und bei den Indizierten wissen wir vielleicht noch die Qualität und wissen so, okay, ungefähr so und so viel. Und man kann schon damit rechnen, man kann es auch schon abbauen, aber so zu 100% sicher weiß man es natürlich nicht. Ähm, alles, was jetzt geschlussfolgert ist, ist noch in der Grenzreserve drin. Die gemessenen und indizierten, also die nachgewiesenen, sind dann die Reserven, also die potenziellen Rohstoffe, die wir wirtschaftlich abbauen können. Alles, was hypothetisch und spekulativ ist, ist dann eben bei den natürlichen Ressourcen mit drin und muss dann eben erstmal ähm, ja, identifiziert werden. So viel erstmal zum McKelvey-Diagramm. Wenn ihr euch das einfach mal anschaut, einfach mal googelt, dann versteht man das auch ein bisschen besser. So, jetzt haben wir in Deutschland ja ein bisschen Erdgas, in der Nordsee sogar ein bisschen äh, Erdöl. Ähm, wenn man sich jetzt aber anschaut, wir haben äh, in, im Osten von Deutschland sehr gute geologische Gutachten, weil die DDR damals sehr ja, drauf stand, sage ich jetzt einmal, äh, große geologische Studien durchzuführen und die haben fast alles, was dort eben im Boden ist, analysiert. Im äh, Westen von Deutschland hat man das nur gemacht, wo man da wirklich angenommen hat. Also hypothetische ähm, Vorkommen angenommen hat, da hat man das überprüft, deswegen haben wir in der BRD teilweise jetzt auch noch neue Explorationsprojekte, aber insgesamt kann man sagen, es ist relativ gut bekannt, was bei uns im Boden ist, in anderen Ländern ist das nicht der Fall, dort wird eben sehr viel Anstre werden sehr viele Anstrengungen unternommen, um eben neue Felder zu erschließen, insbesondere natürlich auf dem Wasser, also Offshore Drilling ist hier so ein Wort, da versucht man eben sehr viel zu tun. Wenn wir anschauen, man kann auch äh, das Erdöl in die konventionellen und die nicht-konventionellen äh, Förderverfahren aufteilen. Und äh, bei Erdöl haben wir durch die konventionellen ungefähr 50% Reserven und Ressourcen. Das heißt, wir haben relativ viele der Ressourcen schon in Reserven umgewandelt, also erschließbar gemacht, auch wirtschaftlich erschließbar gemacht. Bei den nicht-konventionellen sieht das Ganze ein bisschen anders da aus. Da haben wir relativ viele Ressourcen, aber sehr wenig davon sind Reserven. Und äh, das ist sogar so weit, dass die Reserven, äh, die den aktuellen Verbrauch nicht decken, äh, das bedeutet, wir könnten durch die konventionellen durch die konventionelle Förderung aktuell unseren Verbrauch nicht wirtschaftlich decken. Und ähm, von der Größenordnung kann man sagen, wir sind unter den 500 Gigatonnen ähm, an Reserven und Ressourcen für Erdöl. Äh, das war jetzt 2015, das heißt, es ist relativ wenig Erdöl insgesamt. Beim Erdgas sieht es ein bisschen besser aus. Hier haben wir aber auch bei den Konventionellen ungefähr so eine Aufteilung. Ja, ein bisschen schlechter als 50-50 zwischen Reserven und Ressourcen. Und bei den Nicht-Konventionellen sieht das noch ganz noch viel schlechter aus bei Erdöl. Also da ist es viel schwieriger, ähm, die Reserven abzubauen, beziehungsweise die nicht-konventionellen. Rohstoff abzubauen und dadurch ist eben äh, die Reservenbasis kleiner. Hier muss man eben noch mehr fracken, das kostet noch mehr Geld, um äh, diese Vorkommen zu erschließen. Was mich persönlich am Anfang etwas überrascht hat, gut, ich beschäftige mich schon länger mit dem Thema, deswegen ist das für mich auch schon ein bisschen länger klar. Ähm, wenn wir uns die Kohle anschauen, dann haben wir hier immer noch um die 11.000 Gigatonnen, die wir verwenden können. Der Verbrauch ist relativ niedrig. Wir könnten hier über mehrere Jahrzehnte bis Jahrhunderte unseren Verbrauch damit stecken. Insbesondere die Hartkohle ist hier relativ prominent. Wir haben hier auch relativ große Reserven mit fast 500 Gigatonnen. Wir haben hier sogar mehr Reserven, als wir insgesamt an konventionellen Erdölvorkommen haben. So, warum verwenden wir jetzt die Kohle nicht so gern? Beziehungsweise, sie wird ja noch viel verwendet, aber in Deutschland mittlerweile nicht mehr verwendet. Das liegt vor allen Dingen daran, wir haben in Deutschland vor allen Dingen Weichbraunkohle, die abgebaut wird. Und wir bauen die Untertage ab. Das ist natürlich, also das ist fast nicht mehr rentabel oder es ist nicht mehr rentabel, deswegen wird dieses Jahr auch die letzte Zeche in Deutschland zugemacht. Äh, weil es gibt eben andere Regionen in der Welt, äh, wo die Kohle in 50 Meter Flößen, also 50 Meter Höhe der Flöße, da wird die einfach abgebackert im Übertagebau. Und bei uns, wir bauen das im Untertagebau in 5 Meter Flößen, wenn wir mehr Glück haben, ab und mit einer relativ schlechten Qualität, das ist einfach nicht mehr preisdeckend. Ja. Äh, insgesamt ist Kohle aber hier recht interessant, äh, weil eben noch sehr viel davon da ist und äh, unter diesem Gesichtspunkt macht vielleicht die Strategie von Donald Trump in Amerika sogar Sinn, weil der ja sagt ja okay wir müssen Kohle abbauen ja äh, es ist insgesamt auch zu beobachten ich bin jetzt kein großer Freund von Donald Trump aber äh, wenn man es von ressourcenstrategischer Sicht her sieht dann sind viele seiner Maßnahmen auch ähm, Verständlich, sage ich jetzt mal. Ich nehme mal nicht an, dass er sich mit Ressourcenstrategie schon mal auseinandergesetzt hat, aber ähm, ich nehme an, dass seine Berater darüber Bescheid wissen. Und äh, vielleicht ist das, was er tut, in manchen Bereichen, natürlich garantiert nicht in allen, aber in manchen Bereichen könnte es sogar sinnvoll sein. Ähm, aber das wird die Zukunft zeigen, inwieweit äh, er dort äh, die normale Meinung oder die breite Meinung hier in Deutschland äh, übertroffen hat. Wenn wir uns jetzt auch in der Vergangenheit anschauen, wie hat sich denn die weltweite Erdölproduktion entwickelt, dann äh, sehen wir hier, dass die OPEC relativ prominent ist. Die OPEC, das ist ein Zusammenschluss der größten ölfördernden Staaten, äh, die eben sich in einem Konglomerat, nenne ich es jetzt einfach mal, zusammengeschlossen haben, um ähm, die Preise zu stabilisieren, um eben Preiskämpfe untereinander zu vermeiden und dadurch dann eben für sie zusammengenommen hier einen äh, besseren Preis zu gewinnen. Äh, man muss dazu sagen, die OPEC selbst entscheidet aber nicht über den Erdölpreis, sondern die machen nur ungefähr 40 Prozent der weltweiten Produktion aus. Daneben haben wir immer noch Russland und die USA, die erhebliche Mengen beisteuern und eben die übrigen Länder, also auch China, die ganzen afrikanischen Länder, die nicht in der OPEC organisiert sind und eben. Ähm, Indonesien, beispielsweise, die produzieren auch relativ viel Erdöl. Man muss hier auch unterscheiden zwischen ähm, Schieferöl, Ölsanden und Erdöl. Erdöl ist eben das, was konventionell abgebaut wird. Das ist der große momentan, der noch abgebaut wird. Dann haben wir eben Ölsande, die vor allen Dingen in Kanada abgebaut werden. Ähm, das ist im Grunde ein, ja, ein sehr festes Material, also. Sand, das mit Öl versetzt ist und wir müssen oder versuchen die Kanadier aus diesem Sand dann eben das Öl herauszulösen, das kann man mit Chemikalien machen, über, äh, zum Beispiel auch indem man Dampf durchschickt, das ist aber relativ teuer, weil ich muss erstmal Dampf herstellen und das dann durchschicken und dann bekomme ich hier Öl raus. Äh, ein anderes Verfahren setzen die Amerikaner ein, das ist Öl Schiefer, ähm, hier gibt es eben verschiedene Gesteinsformationen, die eben das Öl einschließen und die lösen es aus diesem Schiefer eben raus. Ein weiterer kleiner Punkt sind die Biokraftstoffe, die aber momentan noch marginal sind. Ähm, auch in, der, in dem Gesichtspunkt, wenn wir jetzt äh, Biokraftstoffe, also Raps beispielsweise anbauen, um daraus dann eben äh, Biodiesel herzustellen. Momentan düngen wir den Raps und mit was düngen wir den? Wir düngen den natürlich äh, nicht jetzt nur mit Mist, äh, den wir bekommen, sondern wir düngen den auch mit fossilen äh, Düngemitteln und dann ist es eigentlich äh, sinnlos, den Raps zu düngen. Praktisch mit Erdölprodukten und danach dann wieder den als Erdölersatz zu verwenden. Es geht sogar so weit, dass wir ungefähr das Doppelte an Erdöl aufwenden, um eben den Raps zu gewinnen und um daraus dann Biodiesel zu machen. Ähm, von daher wäre es sinnvoller, direkt den, äh, das Erdöl zu verwenden, um daraus eben Kraftstoff zu machen und gar nicht über den Biodiesel zu gehen, weil wir dafür dann doppelt so viel äh, Erdöl verbrauchen. Also es ist eigentlich Schwachsinn, äh, die ähm, Biokraftstoffe in den meisten Fällen so, wie sie momentan angebaut werden. Insgesamt muss ich sagen, finde ich es schon sinnvoll, aber eben nur, wenn man das auch über eine nachhaltige Landwirtschaft macht. Es gab verschiedene prognostizierte Förderungsverläufe, auch so der Begriff Peak Oil ist bestimmt schon öfters äh, dem einen oder anderen über den Weg gelaufen. Und zwar gab es hier die Erwartung, dass eben äh, nach dem Jahr 2000, so 2010 rum, äh, dass wir hier eben einen, eine Spitze in der Förderung bekommen und danach dann eben die Erdölförderung weltweit zurückgeht. Weil man gesagt hat, okay, wir haben jetzt die ganze Zeit äh, steigenden Abbau gehabt und steigende Erschließung von Feldern gehabt. Und äh, das kann nicht so weitergehen, weil eben irgendwann die Felder auch alle erschlossen sind. Und man hat dann angenommen, okay, hier haben wir den Peak. Das bedeutet, hier ist der Preis dann so hoch, dass es sich fast nicht mehr lohnt, den Rest abzubauen. Und ja, dann hat man gedacht, okay, wir schaffen es vielleicht rechtzeitig auf Elektromobilität umzustellen oder eben andere Energieträger hier verfügbar zu machen. Und hier haben äh, ganz viele Organisationen äh, Prognosen dafür angefertigt, die OPEC selbst, äh, die ähm, internationale äh, Energiebehörden äh, oder Energieagenturen, äh, der Deutsche Geologische Dienst. Und auch der amerikanische Geological Survey, die haben hier verschiedene Prognosen eben angefertigt. Fast keine dieser Prognosen wurde wirklich eingehalten, wie das so gerne mit Prognosen der Fall ist. Insbesondere, weil natürlich die Amerikaner angefangen haben, mit Fracking nicht konventionelle Fördergebiete zu erschließen, beziehungsweise bereits bestehende Fördergebiete, die eigentlich ihren Peak schon hatten, neu zu erschließen. Das heißt, ich habe einen bereits äh, gefördert, also ausgefördert das Gebiet, aus dem ich schon das normale, konventionelle Erdöl rausgeholt habe. Und in dieses Gebiet gehe ich jetzt nochmal mit Fracking-Technologie rein. Also das heißt, ich sprenge das Gestein praktisch auf, mache Mikrorisse, ich pumpe Chemikalien rein, mit denen ich noch Erdöl rauslösen kann. Und dadurch kriege ich dann nochmal mehr Output aus dem eigentlich bereits im Endstadium befindlichen Feld raus. Und das haben die eben sehr stark eingesetzt, weswegen die kurzzeitig oder gar nicht mal so kurzzeitig sogar wieder zu einem der äh, Netto- äh, weswegen die kurzzeitig sogar zu einem Förderland wurden in der Vergangenheit, in den vergangenen Jahren haben die USA nämlich vor allen Dingen Erdöl und Erdölprodukte importiert. Ähm, hier waren wir dann soweit, dass sie so viel gefördert haben über Fracking, dass sie sogar wieder exportiert haben. So viel jetzt erstmal zur Geopolitik. Wenn wir uns anschauen, der globale Primärenergieverbrauch nach Energieträgern. Insgesamt haben wir hier eben eine Entwicklung, dass wir immer mehr Energie verbrauchen. Wir hatten jetzt auch eine kurze Zeit, in der die Kernenergie sehr stark zugenommen hat. Momentan hält die sich relativ stabil. Wo wir aber weiterhin Zuwächse haben, ist eben der Verbrauch von Erdöl, der Verbrauch von Erdgas und eben natürlich der Verbrauch von Biomasse. Wasserkraft und die erneuerbaren Energien steigen auch an. Insbesondere Wasserkraft ist sehr, sehr relevant. Die erneuerbaren Energien machen auch ein paar Prozentpunkte aus, aber insgesamt gesehen im Vergleich zu Erdöl, Kohle und Erdgas ist das natürlich noch marginal. Die Kernenergie, hatte ich ja auch schon mal in einem vorherigen Episode erwähnt, die stagniert momentan etwas. Also es gibt viele Länder, die eben aus der Kernenergie aussteigen. Auf der anderen Seite gibt es wieder viele Länder wie China, die eben massiv in die Kernenergie investieren und die das Thema eben weiter vorantreiben wollen und ausbauen wollen. Schauen wir uns jetzt an, Deutschland, die aus der Kernenergie auch aussteigen wollen, die zwar auf der anderen Seite auch die erneuerbaren Energien und die Wasserkraft, ähm, Biomasse fördern, die sind natürlich in einem großen Maße immer noch auf Kohle, Erdgas und Erdöl angewiesen. Und hier ist die Versorgung von Deutschland vor allen Dingen abhängig von den arabischen Staaten, also Kuwait und Saudi-Arabien, von Russland, beispielsweise durch die Nord Stream Pipeline, durch Nordafrika, Norwegen und die, die Niederlande. Das ist relativ interessant, die Niederlande, die fördern auch gar nicht mal so wenig. Und hier importieren wir eben ähm, recht viel von unseren NAFTA-Produkten. Die Veredelung dieser Produkte findet dann vor allem oder oft in Deutschland statt. Wir haben ja auch große Chemieunternehmen wie beispielsweise BASF, die hier einen sehr hohen Bedarf haben. Und ähm, in der Innerhalb von Deutschland wird das Erdöl sehr oft über ein ausgeklügeltes Pipeline-System verteilt. Wir haben hier auch eine NATO-Pipeline, die eigentlich dafür gedacht war, um ähm, im Invasionsfall die Panzer zu versorgen und die Flugzeuge zu versorgen. Und äh, das wird mittlerweile auch genutzt, um eben hier große Mengen an ähm, Erdöl und Erdgasprodukten einmal durch die gesamte Bundesrepublik zu schicken und eben auch im EU-Ausland dann zu verteilen. In der Vergangenheit wurde... Natürlich erstmal Kohle und Holz verwendet, allerdings ist die Verwendung von Erdöl schon relativ. Alt, das hätte man, also habe ich gar nicht gedacht. Und zwar schon im Mittelalter wurde es verwendet. Wenn man sich mal so einen Mittelalterfilm angeschaut hat, da gibt es dann öfters mal so Szenen, in denen Pech oder Teer verwendet wird oder auch Asphalt. Und äh, die haben das damals verwendet, auf der einen Seite zum Abdichten von äh, beispielsweise Dächern, aber natürlich auch auf der anderen Seite in der Kriegsführung eingesetzt. Also man kennt das immer noch so, wenn die da Pech und Teer irgendwie von Burggraben runterschütten. Ähm, das war natürlich nicht der einzige Einsatzzweck, sondern man hat es auch eingesetzt, um eben Fackeln damit zu beschichten. Also also als Brennmaterial, um eben Beleuchtung sicherzustellen und eben für verschiedene andere Einsatzzwecke. Ähm Pech und Teer, das sind jetzt so relativ zähe, ekelhafte Massen, wenn man das so sagen darf. Und äh, deshalb haben die im Mittelalter auch oft gesagt: Okay, die Hölle ist voll mit Pech. Und man hatte dann so ähm, Abbildungen der katholischen Kirche, wie die sich eben die Hölle vorstellen. Und da war es dann ganz oft, dass irgendwelche Menschen dann im Pech oder im Teer gekocht wurden. Und ähm, man hat es damals eben schon mit äh, ja, eher negativen Dingen verglichen, weil es eben gestunken hat. Ja? Also Pech und Teer wurde auch nicht in der Stadt verarbeitet, sondern meistens dann vor der Stadt und ähm, wenn man eben jetzt hier Förderstätten hatte, dann waren das meistens auch äh, nicht so sehr angesehene Menschen, die dort äh, die Förderung vorgenommen haben, weil es eben immer auch mit einer sehr hohen Geruchsbelastung einherging. Heutzutage ist das ja ein bisschen anders. Wir fördern es ja vor allen Dingen ähm, über Offshore-Plattformen oder aber durch irgendwelche ähm, ja, Drilling Unternehmen, die da meistens in der Wüste, so kennt man es, das abbauen. Also entweder in der Wüste im Nahen Osten oder aber in der Wüste irgendwo in Amerika. Und ähm, jetzt ist es ja recht interessant, sich mal anzuschauen. Okay. Was fördern die denn da? Ich hatte es ja vorhin schon mal erwähnt. Wir stellen uns da immer etwas vor, was so, so zähflüssig ist, schwarz und vielleicht stinkt. Das ist aber nicht immer der Fall. Und zwar, wir haben unterschiedliche Qualitäten von Erdölen. Und zwar kann man sie eben auf der einen Seite unterscheiden in wie leicht fließen die denn. Also wir haben leichtflüssige und auf der anderen Seite haben wir eben schwerflüssige oder aber auch, wie ich schon gesagt habe, mit Sand versetzte Erdöle oder mit Ton versetzte. Und hier kann man eben die erste Unterscheidung vornehmen. Ähm, zwischen leichtflüssig und schwerflüssig ist eben der Unterschied in der Chemie, dass die schwerflüssigen eher langkettige Kohlenwasserstoffe sind und die leichtflüssigen dann eben eher kurze sind. Macht ja auch Sinn, umso länger das ist, umso mehr äh, Bindungen haben die untereinander und umso schwerer flüssig sind sie eben. Es gibt dann noch eine zweite Einstufung und zwar, wie sehr ist das Erdöl mit Zusatzstoffen, wie beispielsweise Schwefel verunreinigt. Schwefel ist deswegen schlecht, weil den müssen wir erstmal abscheiden, bevor wir das Erdöl in einer Raffinerie verarbeiten, weil er ansonsten eben die Katalysatoren zusetzen kann, beziehungsweise die chemischen Prozesse eben vergiftet. Deshalb gibt es auch verschiedene Erdölsorten und beispielsweise Brand ist so eine, die man öfters hört. Das ist eben das, was in der Nordsee abgebaut wird. Es gibt eben noch den WTI. Der steht für den West Texas Intermediate, das ist eben eine leichte süße Rohölsorte aus den USA, also Texas. Und dann gibt es eben noch andere Sorten, die meistens dann auch im Namen selbst enthalten haben, woher sie kommen. Wenn wir uns jetzt anschauen aus Algerien, hier kriegen wir ein vor allen Dingen sehr gelbes und dünnflüssiges Erdöl, das auch sehr teuer ist, weil es eben sehr gut ist. Aus der Nordsee ist es eher dunkelgelb und schwefelarm. Trotzdem ist es hier relativ zäh, das wir verwenden. Ähm, aus Venezuela bekommen wir ein dunkelbraunes und sehr zähflüssiges äh, Erdöl. Und am Persischen Golf ist es äh, meist sehr schwarz und schwefelreich. Je dünnflüssiger und schwefelärmer das Erdöl ist, desto teurer es ist es, das habe ich auch schon gesagt. Äh, ich hatte das Crude Plant aus der Nordsee und das West Texan Intermediate schon angesprochen. Ähm, daneben gibt es noch das Urals aus Russland, das Tapis aus Malaysia und Dubai Fete, das kann ich nicht ganz genau aussprechen, aus den Arabischen Emiraten. Äh, die OPEC, die ich schon angesprochen hatte, die haben den sogenannten OPEC korb Das sind die... Erdölsorten, die sie eben äh, fördern. Das ist das Saharan Blend aus Algerien, das Orient aus Ecuador, das Iron Heavy aus dem Iran, das Basra Light aus dem Irak, Kuwait Export aus Kuwait, Ace Cider aus Libyen, äh, Bonnie Light aus Nigeria, Katamarine aus, äh, Katar Marine aus Katar, das Arab Light aus Saudi-Arabien, das Murban aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und das Murray aus äh, Venezuela und Gira aus Angola. Das sind eben die Sorten, die hier abgebaut werden von der OPEC und ähm, die sie vor allen Dingen kontrollieren. Beim Erdgas haben wir dann auch noch eine große Unterscheidung. muss jetzt auch noch dazu sagen: Bei der Erdölförderung hat man oft das sogenannte Erdölgas, das in der Lagerstätte zusammen, oder im Erdöl gelöst ist oder zusammen mit dem Erdöl vorkommt. Und das wird eben bei der Erdölförderung dann auch freigesetzt. Und das hat man dann ganz oft, dass es das eben äh, abgefackelt wird. Das sind diese Gasfackeln, die man bei der Erdölförderung oft sieht. Ähm, da wird das dann einfach verbrannt, weil man es nicht anders einsetzen kann. Äh, mittlerweile wird es dann auch oft verwendet, um eben äh, die Motoren äh, für die Pumpen bei der Erdölförderung. Die werden dann eben mit diesem Erdgas betrieben oder mit diesem Erdölgas betrieben. Da kommt es halt dann drauf an, welche Güte dann auch dieses Erdölgas hat. Beim Erdgas hat man jetzt nochmal Unterscheidungen äh, zwischen dem unkonventionellen Erdgas, dem Tight Gas und dem konventionellen Gas. Äh, hier macht man die Unterscheidung vor allen Dingen daran fest, ähm, wie porös und permeabel das Speichergestein ist. Hierfür gibt es eben eine eigene Einheit, das sogenannte Darcy. Das ist eine relativ alte Einheit, aber trotzdem verwendet man die eben, um hier die Abgrenzung noch ähm, vorzunehmen. Und zwar ab einem Millidarcy äh, sagt man, okay, alles was darüber ist, dann ist eben äh, das Speichergestein so porös, dass man konventionell abbauen kann. Ähm, das ist im Grunde, äh, kann man da einen Vergleich ziehen. 1000 milli Darcy, also ein Darcy, das wäre ungefähr ein Sandstrand. Also da ist es sehr durchlässig. Ähm, man kann da sehr gut da Gas durchschicken, Wasser vielleicht nicht so sehr, aber eben Gas ist es sehr gut durchlässig. Bei äh, einem Millidarcy ist es immer noch durchlässig, aber das wird schon äh, alles etwas schwieriger. Und bis 0,001 Millidarcy runter, das ist dann das sogenannte Tight Gas. Äh, zum Vergleich bei 0,001 äh, Millidarcy, das ist ungefähr die äh, Durchlässigkeit von äh, gebrannten Ziegel ähm, Wäre jetzt ein Ziegel schon mal in der Hand hatte, da geht normalerweise nicht so viel durch. Ähm, alles, was dann dann darunter kommt, das ist dann so die Dichte von Beton, Ton, Granit, Schiefer. Ähm, das ist alles eher nicht durchlässig. Deswegen wird das dann eben als unkonventionelle, äh, unkonventionelles Speichergestein bezeichnet. Und hier muss man dann eben technisch nachhelfen. Erdgas kann man eben nicht nur danach nach der Permeabilität äh, klassifizieren das ist das erste Mal womit man es klassifiziert sondern man kann es dann eben auch unterscheiden in nasses Erdgas und trockenes Erdgas und äh, hier ist die Unterscheidung eben das nasses Erdgas es enthält Außer Methan auch längerkettige Kohlenwasserstoffkomponenten, also praktisch äh, erdölartige Kohlenwasserstoffe, deswegen nass, weil eben da ja eine Feuchtigkeit drin ist, also ist nicht wirklich feucht, aber äh, es wird eben als nasses Erdgas bezeichnet. Und trockenes Erdgas, das ist dann eben sehr edles Erdgas, das ausschließlich gasförmige Komponenten und enthält und besteht eben vor allen Dingen aus Methan, also der äh, kleinsten Kohlenwasserstoffkette, äh, ist ja keine Kette, aber kleinsten Kohlenwasserstoffeinheit. Uh, außerdem kann man es dann unterscheiden in saures und äh, nicht saures oder süßes Erdgas. Saures Erdgas oder Sauergas äh, enthält eben unterschiedliche Mengen an Schwefelwasserstoffen. Meistens im äh, Parts per million bereich aber trotzdem sind die eben da und äh, das hatte ich ja auch beim Erdöl schon gesagt. Diese Schwefel muss man eben rausholen, um eben das Gas danach verwenden zu können. Das heißt, äh, uns ist es natürlich lieber, hier ein süßes Gas zu haben, das eben wenig Schwefelwasserstoffe enthält und das möglichst trocken ist. Das sind dann die teuren Erdgas. Gase, äh, die wir sehr gerne verwenden wollen. Ähm, wenn wir jetzt ein nasses, saures Erdgas haben, dann ist das nicht so gut. Das muss eben noch nachbearbeitet werden. Wie schon gesagt, wir haben hier konventionelles Erdgas. Das ist eben freies Erdgas in, ähm, ja, in einer strukturellen oder strapatischen Falle. Äh, das ist noch was Spezielles. Und zwar äh, geologisch gesehen ist Erdgas im Gestein drin. Aber wenn wir jetzt ein sehr permeables Gestein haben, dann würde das Gas ja entweichen. Ja, also, äh, wenn wir jetzt einfach Gas in den Sandstrand reinpumpen, dann geht das ja wieder raus. Das bleibt ja nicht drin. Wenn wir jetzt aber eine Deckschicht haben, also zum Beispiel äh, irgendwas, was wenig Gas durchlässt, wie jetzt Schiefer oben drüber über dieser, ähm, über dieser Gas enthaltenen äh, Gesteinsschicht, dann wird hier drin das Erdgas sozusagen gefallen, äh, eingefangen. Ja, also, wir haben eine Falle und das Erdgas kann nicht raus. Und wenn wir die jetzt anbohren, also so eine Erdgasblase in Anführungsstrichen, ist ja keine Blase, sondern ist ja Gestein, wenn wir das dann anbohren, dann können wir hier raus das Erdgas entnehmen. Deshalb steht das Erdgas auch oft unter Druck, weil das eben äh, sehr tief liegt und hier dann sehr heiß ist und äh, sehr viel Druck eh schon durch das Gestein aufgebaut wird. Und wenn wir das jetzt anbohren, dann schießt hier oft das Gas raus. Äh, haben wir auch beim sowohl beim Erdgas als auch beim Erdöl in der Vergangenheit gehabt. Das war so ein genannter Blowout. Ähm, hier hatten wir dann Gas, das sich sehr schnell eben äh, ausgebreitet hat und dann ähm, teilweise das gesamte Bohrgestänge weggesprengt hat, weil das unter so immensem Druck stand. Beim Erdöl, bei der Erdölförderung ist das besonders relevant, weil wir hier eben ähm, ja, Flüssigkeit fördern und Flüssigkeit kann ja jetzt nicht komprimiert werden oder nur schwer komprimiert werden. Ähm, und wenn wir jetzt hier drin eine Gasblase im Förderrohr haben, die unter hohem Druck steht und die nach oben schießt, dann haut es das oben eben sehr schnell aus dem Loch raus und äh, hier gab es dann eben auch oft Probleme, dass ein Brand entstanden ist, weil eben sich das Gas ausgebreitet hat und das ganze Teil dann eben nochmal zusätzlich explodiert ist. Wer sich erinnert, wir hatten äh, ein relativ großes Unglück mit Deepwater Horizon. Ähm, hier ist genau das passiert und äh, normalerweise hat man eben um sowas zu verhindern einen sogenannten Blowout Preventer. Also das ist ein Absperr-Notfallventil, das eben ähm, da das Rohr einfach zumacht, sodass eben so einem Blauart nicht passieren kann. Der hat in dem Fall von Deepwater Horizon eben versagt. Man nimmt an, beziehungsweise ist schon relativ sicher, weil eben die Betreibergesellschaft hier nicht genug Sicherheitsmaßnahmen unternommen hat und eben Geld gespart hat. Und dadurch kam es dann eben zu dieser Umweltkatastrophe, dass sehr viel Erdöl hier eben in den Golf von Mexiko eingebracht wurde. In einer nicht konventionellen lagerstätte ist es so wie ich schon gesagt habe das gas kann nicht gut strömen also wegen der beschaffenheit und der eigenschaften des reservoirs strömt das erdgas eben meist nicht zu der förderbohrung hin ohne dass wir technische maßnahmen unternehmen und ähm, das ist entweder weil eben das, das gas nicht in der freien gasphase im gestein vorliegt oder aber das speichergestein eben nicht durchlässig ist dass das Gas nicht in der freien Gasphase vorliegt, das habe ich noch gar nicht gesagt, sondern das Gas kann natürlich auch in gebundener Form vorliegen. Und da müssen wir das eben erstmal hier rausholen. Und ähm, zu den nicht konventionellen Vorkommen von Erdgas zählt das sogenannte Schiefergas, das Tightgas, das ich vorhin erwähnt hatte, das äh, Kohleflützgas, äh, auch genannt CBM, oder das Aquifiergas äh, oder Gas eben aus Gashydraten. Und Gashydrate ist eben ähm, einer der Vorkommen, wo das äh, Gas gebunden vorliegt. Das hat man äh, oftmals in der Küste von Japan, äh, haben das Fischer in der Anfangszeit hochgeholt. Das ist fast wie Eis und das ist eben fast brennendes Eis. Also man kann das anzünden. Und dann äh, wird hier aus dem Eis praktisch das Gas freigesetzt und kann verbrennen. Und äh, diese Vorkommen an Gashydraten, man nimmt an, dass die eben äh, die Energieversorgung, wenn wir sie denn nutzbar machen können, dass die Energieversorgung durch diese Gasvorkommen dann eben für die nächsten Jahrzehnte wirklich noch gesichert werden kann. Ob das Ganze jetzt sinnvoll ist, weil... Wenn wir jetzt wieder Gashydrate verbrennen, dann bringen wir ja wieder mehr Kohlenwasserstoffe und eben CO2 in die Atmosphäre, wodurch dann wieder der Klimawandel angeheizt wird. Das ist halt natürlich dann auch eine andere Ermessenssache. Aber wir könnten theoretisch unsere Energie eben nicht nur über die konventionellen Lagerstätten erbringen, sondern eben auch über die Nutzbarmachung von solchen Gashydraten. Bei der Förderung selbst hatte ich jetzt schon das Fracking angesprochen. Fracking muss man sich so vorstellen, wir bohren ein Loch äh, in den Boden und wir holen erstmal alles Erdöl oder Erdgas raus. Und sobald das nicht mehr geht, dann ähm, arbeiten wir mit Druck. Also hier gibt es verschiedene Förderphasen. In der ersten Phase der Primary. Oil Recovery Phase wird das Öl eben durch den natürlichen Druck gewonnen. In der zweiten Phase wird dann Wasser oder Gas in das Reservoir in injiziert. Also wir fluten das Ganze mit Wasser und dadurch können wir dann eben zusätzliches Öl fördern. Und in der dritten Phase werden dann andere Substanzen, also wie schon gesagt, Dampf dann, Polymere, Chemikalien und CO2 oder aber auch sogar Mikroben eingespritzt, durch die dann nochmal die Nutzungsrate erhöht werden kann. Und diese Materialien, die wir in der dritten Phase haben, die nehmen wir auch beim Fracking dazu. Also wir blasen beispielsweise Dampf und Chemikalien ein, die dann unten das Gestein aufsprengen, also Risse erzeugen. Und wir blasen danach dann noch Sand ein, der dann die Risse offen hält. Und dadurch können wir dann eben Gas oder Erdöl, das eben im Gestein noch enthalten ist, durch diese Risse eben zu der äh, Förderstelle hinbringen und eben lösen und dann eben nach oben holen. Das Fracking ist natürlich teurer, weil wir hier mehr Chemikalien einsetzen müssen und auch mehr Energie einsetzen müssen, um eben das Erdöl oder Erdgas hochzuholen. Und es ist hier auch so: wir fracken, dann fördern wir und dann fracken wir wieder und fördern wieder. Also, wir bohren das nicht einmal an und können dann einfach fördern, 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 bis das leer ist, sondern wir müssen immer wieder neu fracken und immer wieder neu diesen Prozess durchlaufen und können dann wieder nur eine begrenzte Zeit eben äh, das fördern, was wir aufgefrackt haben. Und deshalb muss man das immer wieder machen und man muss ja konstant dran bleiben. Das kostet natürlich Arbeitskräfte und auch eben Material, weil man immer wieder eben hier tätig werden muss. Es gibt auch noch verschiedene andere Bohrtechniken. Und zwar ähm, gibt es das sogenannte Extended Reach Drilling. Ähm, hier bohrt man nicht gerade nach unten, sondern man bohrt auch ein bisschen zur Seite. Und das hat eben den Vorteil, wenn ich nur nach unten bohre, kann ich nur alles... Äh, rausholen, was eben direkt unter mir ist. Wenn ich jetzt äh, auch um die Ecke bohren kann, dann kann ich eben auch äh, ein bisschen schauen, okay, äh, wie fällt oder wohin fließt denn mein Öl, wohin entwickelt sich denn meine Lagerstätte und kann er ja so ein bisschen folgen. Wenn man jetzt ganz kriminell ist, dann kann man damit natürlich auch von seinem Land aus in das andere Land reinbohren und dann Erdölquellen aus dem anderen Land äh, hier anbohren. Wir hatten verschiedene Kriege in der Golfregion im Nahen Osten äh, da wurde verschiedenen Ländern eben vorgeworfen, dass sie das getan haben scheinbar haben sie es auch getan und ähm, ja das macht man einfach nicht, aber das äh, ist mittlerweile auch gang und gäbe in Amerika, dass eben ähm, verschiedene Betreiber aus ihren Claims heraus eben versuchen andere Claims anzubohren oder die Vorkommen von anderen Claims anzubohren, um eben hier möglichst viel Öl für sich zu gefahren schlagen was man jetzt natürlich auch noch hat, ist dann das multilateral äh, Richtbohren. Hier bohrt man nicht nur in eine Richtung, sondern man ähm, zieht danach den Bohrkopf wieder ein Stück hoch und bohrt eine zweite Richtung, also einen zweiten äh, Kanal in eine andere Richtung. Dadurch kann man dann wie so ein Stern oder aber äh, wie einen... Ähm, wie den Rechen, ein größeres Areal erschließen und insbesondere beim Fracking ist das eben recht praktisch, weil ich dann nicht verschiedene Bohrlöcher brauche, sondern ich kann aus einem Bohrloch heraus verschiedene äh, Fracking-Gebiete eben erschließen und dadurch, dass das Fracking immer regional nur einen kleinen Teil ähm, auffrackt, kann ich dadurch eben verschiedene oder ein größeres Areal einfach äh, bearbeiten. Ich hatte jetzt gerade eben schon die drei Phasen ähm, angesprochen. Im Deutschen nennt man die erste Phase auch die Eruptivförderung. Hierbei fördert man ungefähr 5 bis 10 Prozent des in der Lagerstätte vorkommenden Erdöls. Bei der Sekundärförderung, wo man eben Wasser oder Gas, das, die Lagerstätte damit flutet, hier kann man äh, die aus, den Ausbeutegrad auf 45 Prozent ungefähr anheben. Und bei der ZCR-Förderung kann man dann nochmal den Ausbeutegrad auf ca. 60 Prozent anheben. Ähm, insbesondere bei der Tertiärförderung förderung ist es wichtig, dass man durch Erwärmung und die Verringerung der Viskosität, eben indem man Polymere einbringt oder eben Bakterien und was es auch da an Chemikalien gibt, ähm, dadurch. Erhöht man eben die Fließgeschwindigkeit. Und ähm, das ist eben ein Unterschied, weil bei der Eruptivförderung da arbeitet man ja ohne Druck- oder äh, Viskositätförderung. Bei der Sekundärförderung geht es darum, den Druck eben aufrechtzuerhalten oder eben einen Druck zu erhöhen. Und bei der CCR-Förderung geht es dann wirklich um das Material selbst. Das bedeutet aber auch wieder im Umkehrschluss, ich muss danach dann ähm, auch das, was ich an Chemikalien eingebracht habe, das hole ich auch wieder mit raus. Das heißt, ich muss mein Erdöl hier auch wieder aufbereiten. Insbesondere in Saudi-Arabien äh, nimmt man an, dass die momentan vor allen Dingen in der Sekundärförderung, wenn nicht sogar in der Tertiärförderung sind, weil es hier Gerüchte gibt, dass das Erdöl, das unten rausgeholt wird, mittlerweile mit über 50% an Wasser versetzt ist. Ähm, Saudi-Aramco ist aber ein Staatskonzern und die geben da nicht so gerne Auskunft drüber, äh, insbesondere weil das dann eventuell auch eine Panik auslösen könnte, aber man nimmt hier eben an, dass... Viele der Fördergebiete mittlerweile schon äh, fast äh, am Ende sind und ihren Peak auf jeden Fall überschritten haben. Die Tertiärförderverfahren werden auch Enhanced Oil Recovery Verfahren genannt und hier gibt es eben verschiedene Maßnahmen und die kann man aufteilen in viel größere also thermische, chemische, Mischtriebe und andere. Und bei den thermischen ist es eben die Flutung mit Heißdampf, das Cyclic Steam Injection oder die In-Situ Combustion. Bei In-Situ Combustion ist es so, dass wir eben in-situ, also in der Lagerstätte selbst, versuchen, durch eine Verbrennung den Druck zu erhöhen. Bei den chemischen Verfahren gibt es eben die Polymerflutung, also ich verwende eben Polymere, die ich einbringe. Dann die Tensidflutung, also ich wasche es im Grunde aus wie mit Seife. Die Alkali-Flutung, die aber nur in der In-Situ-Verseifung funktioniert, dann verschiedene Schäume oder eben eine Kombination aus den verschiedenen genannten Verfahren. Bei den äh, Mischtrieben kann man unterscheiden in mischbare und nicht mischbare. Bei den mischbaren ist es so, dass wir CO2-Injektionen vornehmen oder eben Erdgas-Injektionen vornehmen. Also Erdgas, das wir vor allen Dingen rausgeholt haben, das Erdölgas können wir wieder einbringen. Und bei den äh, nicht mischbaren ist es so, dass wir eben. Ähm, Water Alternating Gas Injections vornehmen, also ähm, ja, das Ganze eben mit Gas und Wasser bearbeiten oder aber dass wir Stickstoffinjektionen vornehmen, weil das eben dann nicht mehr äh, mischbar ist. Also klar, Stickstoff ist zwar reaktiv, aber nicht so sehr reaktiv äh, wie jetzt das CO2 oder das Erdgas, also ähm, hier können wir danach die Separation äh, des Erdgases leichter vornehmen oder des Öls besser vornehmen. Äh, andere Verfahren, die ich schon angesprochen habe, sind die mikrobielle Mikrobi ähm, Förderung oder aber seismische. Dann gibt es natürlich auch Nanopartikel, die man einbringen kann, oder aber elektromagnetische. Die sind aber alle noch ein bisschen äh, ja, in der Forschungsphase. Also das wird zwar auch schon eingesetzt, aber eben noch nicht in so einem großen Maßstab wie jetzt äh, die Verpressung von Heißdampf, um eben hier mehr rauszuholen. Bei den unkonventionellen Erdölkategorien hatte ich ja schon auch schon ein paar angesprochen. Da möchte ich jetzt noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Ich hatte ja schon angesprochen, die Ölsande in Kanada, vor allen Dingen in Alberta, werden die abgebaut. Das sind eben natürlich vorkommende Mischungen aus Bitumen, also sehr zähflüssigem Schweröl, Sand, Lehm und Wasser. Und äh, ursprünglich leichtes Erdöl, das durch geologische Prozesse eben nah an der Oberfläche an die Oberfläche gelangt ist, hat sich dann äh, aufgrund der Verflüchtigung der leichteren Bestandteile in CS bitum umgewandelt. Ähm, da ist es eben so, ich hatte ja vorhin auch diese geologische Falle erklärt, äh, wenn diese Falle eben äh, durchlässig ist oder brüchig ist oder irgendwo ein Loch hat, dann kann hier das Erdöl oder das Erdgas eben an die Oberfläche entweichen und in diesem Fall ist das eben passiert und dann sind die leichteren Bestandteile hier, haben sich verflüchtigt und dann ist eben nur noch das Bitum übrig geblieben. Wir können jetzt aber hier das Ganze eben waschen und daraus dann eben ähm, Öl gewinnen ähm, man muss ja bei betrachten, dass äh, 75 bis 80 Prozent äh, des Gewichts anorganischem Material sind, also vor allen Dingen Silikate ähm, dann 10 bis 12 Prozent sind Bitumen und 3 bis 5 Prozent sind Wasser ähm, das Ganze ist auch häufig vergesellschaftet mit Schwermetallen und äh, die Viskosität von Bitumen ist ungefähr 100 mal höher als die von konventionellem Erdöl. Also das Ganze ist jetzt nicht so äh, das Supermaterial, mit dem man arbeiten möchte. Ähm, neben den Ölsanden gibt es das Schwerstöl. Das ist eben Bitumen. Von den Ölsanden ist es sehr ähnlich. Äh, allerdings hat das eine höhere Fließfähigkeit und ist damit etwas leichter zu fördern. Ölschiefer, der vor allen Dingen in den USA abgebaut wird, das ist das im Grunde unreifes Schiefergestein mit einem hohen Anteil an organischem Material, den sogenannten Kerogen. Und die geologischen Phasen der Erdölbildung wurden hier noch nicht durchlaufen und daher ist es eben in relativ jungem Sedimentgestein zu finden. Kerogene sind sehr langkettige ähm, Kohlenwasserstoffkomplexe, muss man wirklich schon sagen. Und diese Kerogene, die entstehen eben, wenn wir den Einschluss von organischem Material haben, zum Beispiel unter Wasser oder aber durch die Abdeckung mit Sedimenten. Und dadurch wird dann eben verhindert, dass das organische Material. Ähm, abgebaut wird durch Bakterien und dann wird es eben umgewandelt äh, in Kerogene durch eben Hitze und Druck, die dadurch entsteht, dass immer mehr Sedimentgestein darüber kommt. Und äh, diese Kerogene, die verändern sich eben im Laufe der Zeit dann hin zu Erdöl und Erdgas, je nachdem wie viel Druck und wie viel Temperatur die eben ausgesetzt sind. Hier ist auch äh, interessant, es gibt zwei große Phasen, in denen ähm, da die Biomasse eben umgesetzt wurde oder angefallen ist besser gesagt. Und zwar einmal das Carbon und das Jura. Und äh, zu dieser Zeit war eben die Biomasseproduktion enorm, weil wir eben hier sehr günstige klimatische Bedingungen hatten und eben äh, weil hier sehr viel ähm, Biomasse angefallen ist, weil eben auch CO2 verfügbar war. Und die Einlagerung äh, dieser Biomasse ist dann eben dadurch entstanden, dass... Ähm, wie ich gerade eben schon gesagt hatte, die Biomasse eben angefallen ist und dann abgedeckt wurde durch Sedimente. Und ähm, hier haben wir dann vor allen Dingen in der Zeit äh, des Juras eben die Entwicklung der beiden großen äh, Gebiete äh, in Amerika, was runtergeht bis äh, Venezuela, oder dann in Nordafrika und Arabien. Das Carbon hat sich vor allen Dingen darum, dadurch ausgezeichnet, dass wir sehr viel landbasierte Biomasse hatten. Und ähm, wir hatten hier große Landmassen und die Kälte war damals nicht so relevant und dadurch ist eben sehr viel gewachsen äh, auf, den auf dem Land. Und das hat dafür gesorgt, dass äh, sehr viel Kohle eben äh, entstanden ist, weil die äh, landbasierte Biomasse, also vor allen Dingen Pflanzen, abgestorben sind und dann überdeckt wurden. Erdöl und Erdgas äh, basieren aber vor allen Dingen auf wasserbasierten äh, äh, Bioorganismen. Und das ist vor allen Dingen in der Jurazeit entstanden. Hier hatten wir viel warmes Wasser, weil wir große Bereiche hatten, in denen wir sehr äh, flache Gewässer hatten. Ähm, sehr große Ozeanbereiche waren eben sehr nah an der Wasseroberfläche. Also der Boden war sehr nah an der Wasseroberfläche. Und dadurch hatten wir sehr viel warmes Wasser. Und hier hat sich eben sehr viel Phytoplankton gebildet, das dann eben, ähm, wie schon erwähnt, abgesunken ist und dann eben in. Kerogen umgewandelt wurde und dann eben in Erdöl und Erdgas. Dabei ist auch interessant, wir haben zwar die, Ablager äh, die Ablagerung und Abdeckung des organischen Materials in einer tektonischen Mulde. Ähm, das Rohöl wird dann eben im Muttergestein erzeugt aus den Kerogen. Aber das bleibt nicht im Muttergestein, sondern das wandert eben, wie ich das vorhin auch schon gesagt habe. Und äh, die Entstehung eines Ölfelds ist dann nur möglich, wenn wir eine geologische Falle haben, aus der eben Öl, Wasser und Gas nicht entweichen können. Und äh, es gibt hier verschiedene Fälle, zum Beispiel den einen, dass eben das Öl äh, fein verteilt ist und eben einfach gegen die Erdoberfläche strömt, dann ist es verloren. Der zweite Fall ist, dass das Erdöl dann wirklich auch entweicht, also dass es irgendwo an die Erdoberfläche kommt, dann ist es auch weg. Und der dritte ist, dass eben ähm, ein Ölfeld entsteht, in dem sich das äh, Erdöl eben hier in dem Korridor von Deckgestein äh, eben äh, anlagert. Das ist eigentlich relativ selten. Und äh, Ölfelder entstehen eben nur, wo diese geologischen Faktoren da sind, und dann auch über Jahrmillionen äh, müssen die eben am Standort erhalten bleiben. Und das ist mittlerweile so weit, dass wir ähm, durch verschiedene äh, Messmethoden sehen, dass es sehr viele ähm, Ölfelder gibt, die früher mal ein Ölfeld waren, also sehr viele Fallen, die man nachweisen kann, die aber mittlerweile keine mehr sind weil die eben einen Riss bekommen haben oder irgendwo undicht waren und eben durch äh, tektonische Effekte, wo sich eben ähm, das Material oder das Gestein verschoben hat, äh, dann hier das Erdöl und Erdgas eben entweichen konnte. Von daher, wir hätten viel mehr Erdöl und Erdgas, äh, wenn hier das nicht entweichen konnte. Und ähm, das Öl entwickelt sich vor allen Dingen in der Ölzone. Das ist so ab 2 oder bei zwei Kilometern Tiefe. Ähm, da ist eben äh, ist so, dass durch die Temperatur und durch den Druck sich vor allen Dingen Erdöl bildet. Dann gibt es darunter eben so bei drei Kilometern ungefähr, ein bisschen über drei Kilometern, die Nassgaszone. Hier entwickelt sich vor allen Dingen nasses Erdgas. Und bei vier Kilometern Tiefe entwickelt sich dann das trockene Erdgas, also vor allen Dingen das Methan. So. Was es jetzt aber auch natürlich gibt, das hatte ich auch schon angesprochen, ist das unkonventionelle Erdgas. Hier gibt es eben die drei Kategorien: Teitgas, Schiefergas und Kohleflützgas. Tightgas hatte ich ja schon erklärt, das ist eben äh, Erdgas, das aus dem ein kaum äh, durchlässiges Speichergestein, meistens eben Sand- oder Carbonatgestein migriert ist und dort dann eben vorliegt. Dann das Schiefergas, hier ist es ähnlich wie beim äh, Schieferöl, dass wir eben eine Sedimentschicht. Schichtung mit eingelagerten organischen Substanzen haben und ähm, diese Sedimente sind sehr gering permeabel und das Muttergestein aus dem das enthaltene Erdgas äh, entsteht, das kann da nicht raus, also das äh, Erdgas kann hier nicht raus mitkrieren, mit also kann nicht in eine Falle äh, sich dort anreichern, sondern das ist eben in dem Muttergestein immer noch gebunden und eben durch das durch den Schiefer ähm, abgedeckt. Und dann muss man das eben aus diesem ähm, Muttergestein herauslösen beziehungsweise aus dieser ähm, Sedimentschicht herauslösen. und Das ist natürlich relativ aufwendig. Das Kohleflözgas hatte ich auch schon mal erwähnt. Ähm, hier ist es so, dass durch die Zersetzung von organischem Material in der Kohle es zu einer Gasbildung kommt. Und das kann sowohl durch die Bergbautätigkeit austreten, also das sogenannte Grubengas, auch aus äh, Flözen austreten, die eigentlich durch den Bergbau nicht beeinflusst sind. Also ähm, dann entweicht das eben an die Oberfläche. Aber natürlich, wenn ich jetzt Bergbau betreibe, dann äh, bohre ich in Anführungsstrichen ja natürlich hier das äh, Flitz an und kann dadurch das Flitzgas hier ähm, fördern. Es wird mittlerweile auch teilweise gefördert, aber es ist eigentlich im Bergbau eher unerwünscht, weil es dadurch dann eben ähm, zu Problemen kommt, dass ich den Bergbau bewettern muss und ähm, es dann hier eben auch zu brennen oder Explosionen kommen kann. Jetzt auch vorhin das Fracking ähm, angesprochen, vor allen Dingen die USA sind hier fleißig dabei, Hydraulic Fracking zu machen, also im, ähm, im Untergrund jetzt Erdöl aus äh, dem Gestein herauszulösen. Was man so langsam bemerkt, äh, ist, sind die ökologischen Auswirkungen für das Fracking. Und zwar, man hat ungefähr einen Flächenverbrauch bis ein bis zwei Hektar pro Bohrplatz. Und äh, für das Fracking muss man das Bohrfeld eben auch vorbereiten. Und äh, Da hat man ein enormes Verkehrsaufkommen. Also pro Bohrfeld sind das bis zu 2000 LKW-Anfahrten. Man hat einen sehr hohen Wasserverbrauch von 10.000 bis 20.000 äh, Kubikmetern. Zum Vergleich dazu eine Stadt mit 120.000 Einwohnern, die verbrauchen äh, 15.000 Kubikmeter, also fast eine also ungefähr eine Stadt mit irgendwie 100.000 Einwohnern. Also das ist total verrückt, wie viel Wasser man äh, dort verbraucht. Klar, man muss ja Dampf und Wasser unten einpressen. Und dann kriegt man hier natürlich äh, nicht nur Erdöl raus, sondern man kriegt auch alles mit raus, was da unten noch mit drin ist. Also vor allen Dingen auch radioaktive Isotope, äh, Schwermetalle und alles, was dort unten eben äh, vorliegt. Man hat dann außerdem verschiedene Risiken und Unfallgefahren. Man hat vor allen Dingen eine hydrologische Gefährdung auch, also einen Stoffeintrag an der Oberfläche, insbesondere eben durch die Frackfluids. Also das, was sie unten einpressen, und wenn es hier dann eben zu Unfällen kommt beim Transport oder bei der Lagerung oder zu Flowbacks kommt, also äh, dem Rückfluss dieser äh, Frackfluide, dann äh, können die eben in Gewässer eindringen und diese verseuchen. Äh, außerdem kann es zu einem Stoffaufstieg äh, bzw. durch eine Stoffausbreitung durch künstliche Pfade kommen. Also wenn wir irgendwo hinbohren, dann bohren wir eventuell natürlich auch eine wasserführende Schicht an. Äh, außerdem kann es zu Stoffaufstieg und Ausbreitung durch geologische Pfade kommen. Klagestein ist nicht immer dicht, wir haben da auch Risse drin und wenn wir jetzt äh, eine Lagerstätte haben, die irgendwo einen Riss hat hin zu einer wasserführenden Ader, dann pressen wir die Frackfluids vielleicht auch in diese wasserfördernde Schicht ein. Oder aber die Stoffausbreitung durch unkontrolliert durch die Schichten, äh, das ist einfach äh, die Schichten sind ja nicht dicht zu 100%. Ähm, wie das jetzt der Fall ist, wenn wir eine geologische Sperre oder eine geologische Falle oben drüber haben, sondern ähm, hier ist ja das Erdgas oder Erdöl eben im Gestein selbst gebunden. Das heißt, wir haben oftmals kein Deckgestein oder nur wenig. Und äh, dann kann hier trotzdem, wenn wir das auffracken, äh, das Material an die Oberfläche gelangen und damit dann eben auch das Frackfluid an die Oberfläche gelangen. Und wenn das in das Grundwasser kommt, dann kann das äh, zu. Ähm, zu starken Verunreinigungen kommen, bis dahin, dass dann eben äh, das Wasser nicht mehr genießbar ist und es gibt so schöne Videoaufnahmen, wenn ihr mal auf YouTube danach sucht, äh, wo dann äh Wasser, das aus der Leitung kommt, das konnte man dann anbrennen, weil eben so viel Gas aus den äh, Fracking-Gebieten hier in äh, die äh, Grundwasserversorgung eingepresst wurde, ähm, dass man sogar das Wasser anbrennen konnte. Das ist natürlich gefährlich, weil auf der einen Seite ist es gefährlich für die Menschen, die das Wasser trinken, und auf der anderen Seite ist es gefährlich, weil es dadurch zu Unfällen kommen kann, ähm, weil es dann eben explodiert. So viel jetzt erstmal zu den geologischen Aspekten äh, von Erdöl. Es ähm, gibt natürlich auch sehr große wirtschaftliche Aspekt und zwar ist Öl der wirtschaftlich bedeutendste nicht erneuerbare Rohstoff mit einem Markt Marktvolumen von ungefähr 1,5 Billionen US-Dollar ähm, im Vergleich dazu bei Eisen ist es ungefähr eine Billion US-Dollar und ähm, unsere Wirtschaft ist sehr umfassend von Öl abhängig. Das bedeutet auch auf der anderen Seite, dass Schwankungen im Ölpreis sehr leicht ganze Volkswirtschaften äh, in Betrug bringen können. Und zwar das teure Öl ist vor allen Dingen schlecht für die Europäer. Natürlich, wir importieren ja sehr viel Öl. Günstiges Öl ist aber für die Förderländer sehr schlecht, wie beispielsweise für Saudi-Arabien, die ja fast, ihr gesamtes, ähm, ihre, fast ihre gesamten Staatsausgaben aus äh, dem Verkauf von Öl finanzieren. Insbesondere auch Venezuela hat ja momentan sehr große Probleme weil sie eben äh, durch den Verkauf von Öl ihre, äh, ihren Haushalt nicht mehr ausgleichen können. Öl ist ein knapper Rohstoff. Beim heutigen Verbrauch reichen die bekannten Reserven ungefähr noch für 52 Jahre. Das hatte ich auch schon erwähnt äh, bei, den, äh, äh, bei der Kritikalität am Anfang. Die 52 Jahre, das ist natürlich nur so eine Pi mal Daumen äh, Zahl. Ich hatte ja auch schon gesagt, durch Fracking und sowas kann das eben auch noch verändert werden oder wurde auch in der Vergangenheit verändert. Und ähm, jetzt gibt es aber viele, die eben fragen: Haben wir denn in 50 Jahren dann einen wirtschaftlichen Kollaps oder wie wird das Ganze dann ähm, ausgehen? Da ist die ganz klare Antwort Nein, denn es handelt sich hierbei um statische Reichweiten und die sind sehr zuverlässig. Und schon vor 35 Jahren äh, hatte man rein rechnerisch gesagt, dass das Erdöl nur noch für 30 Jahre reicht. Das hat ich auch schon gesagt. Äh, naja, wir haben heute immer noch Erdöl, also hat das damals wohl nicht gestimmt. Und äh, das Öl geht nicht einfach so aus, denn wir suchen ja nach neuem Öl und äh, entscheiden ist hier eben auch, wie viel Aufwand müssen wir denn betreiben, um denn, das Öl rauszuholen. Und wenn wir mehr Aufwand betreiben und äh, mehr Aufwand betreiben, um neues Öl zu finden und zu fördern, dann ähm, steigt dadurch eben auch der Ölpreis an. Also das Öl wird zwar teurer, aber es geht nicht von heute auf morgen aus. Ja? sondern jetzt selbst die Aussage, ist denn das Öl in der Vergangenheit teurer geworden, das ist auf, auf den ersten Punkt, äh, denkt man so, ja klar, ist es ist teurer geworden, ich zahle ja heute mehr dafür als früher. Ähm, wenn man sich das Ganze einfach anschaut und einfach mal den Ölpreis nimmt und die Inflation rausrechnet, dann äh, kommt man eigentlich dazu, naja, so ganz einfach ist das nicht. Und zwar, die offizielle Inflation, die verfälscht natürlich den, U äh, den Ölpreis, aber... Die offizielle Inflation ist ja subjektiv, wenn nicht sogar willkürlich. Und wir müssen eigentlich das Ganze äh, mit der wirklichen Inflation berechnen. Das ist jetzt ein bisschen äh, ja, weiterführend, ich weiß. Äh, aber wenn man das Ganze dann eben mal rausrechnet, dann hat man äh, rausgefunden, dass in, das Öl in der Vergangenheit eigentlich gar nicht teurer geworden ist, sondern dass es nur extremst schwankt. Also, es schwankt viel stärker als früher. Äh, es wird auch teurer, aber die Schwankungen sind eben viel größer. Um, und jetzt es hängt es auch davon ab, welchen Betrachtungszeitraum wir uns denn anschauen um, und welchen Deflator wir ansetzen. Vergleicht man zum Beispiel den deutschen Stundenlohn. Ist das Öl seit 1947 nie um mehr als ein Viertel teurer geworden und jetzt sogar günstiger als damals? Also verglichen mit den deutschen Stunden. Es ist ja natürlich so, wenn ich jetzt tanke, dann setze ich das irgendwo direkt in Verhältnis dazu, wie viel arbeite ich. Und da ist es heutzutage sogar so, dass es günstiger ist als 1947. Generell ist es aber so, dass der Ölpreis langfristig betrachtet in den, im Vergleich zu den Löhnen gleich bleibt oder aber sogar stagniert. Und äh, nur die klassische Inflation äh, führt dazu, dass wir einen spürbar steigenden Ölpreis seit 19, äh, 1880 haben. Äh, auch diese klassische Inflation, selbst wenn wir die, da Korrekturen durchführen, dann äh, sehen wir das direkt. Ähm, durch den aktuellen Preissturz im Öl ist es aber so, dass äh, generell der Rohstoff eigentlich keine Teuerung mehr hat. Äh, und ein Peak-Oil oder eine starke Verteuerung von Öl ist bisher eigentlich nicht erkennbar. Und eigentlich ist sogar überraschend, wie günstig das Öl aktuell ist, weil ähm, ja in der Vergangenheit war das schon teurer, gab es so Zeiten, wo wir in Deutschland autofreie Sonntage hatten, weil wir eben nicht genügend Öl bekommen haben. Und heutzutage, ähm, ja, da macht sich ja eigentlich keiner mehr Sorgen, sondern wir fahren ja sogar, um äh, irgendwas einzukaufen mit dem Auto zum nächsten Supermarkt, anstatt dass wir mal zu Fuß gehen oder das Rad nehmen. Was hier auch zu betrachten ist, Öl ist ja nicht gleich Öl, das hatte ich ja vorhin bei den Sorten schon mal gesagt. Und äh, deshalb gibt es auch verschiedene Erdölsorten, die eben auch zu verschiedenen Preisen gehandelt werden. Äh, wie schon gesagt, WTI und Brand sind so die beiden äh, populärsten. Und zwischen diesen beiden gibt es den sogenannten WTI Brand Spread. Ähm, das ist eben eine Aussage darüber, wie weit die eben auseinanderlaufen. Und dieser Spread, der ähm, verändert sich auch recht stark ähm, über das Jahr hinweg. Und die beiden äh, beeinflussen sich zwar, klar, aber sie ähm, laufen auf keinen Fall immer genau gleich. Und zwar, wenn der Spread sich verändert, dann ist es eben äh, eine. Maßzahl dafür, dass wir eine zunehmende Verfügbarkeit äh, bei Brent haben, also in Europa, oder aber eine abnehmende Verfügbarkeit äh, von Öl in Nordamerika haben. Und wenn man sich das jetzt mal anschaut, dann ist es recht spannend, dass nach 2005 ist der Zusammenhang zwischen der Verfügbarkeit und dem Spread weniger stark ausgeprägt gewesen. Und jetzt kann man da überlegen: Okay, woran könnte das denn liegen? Ein möglicher Grund dafür wäre das Fracking, also durch das Fracking haben wir eine Veränderung in der Preisgestaltung gehabt und eben auch der Preisgestaltung von WT und Brand und dadurch könnte hier dieser Zusammenhang eben aufgelöst worden sein. Wenn wir uns auch nochmal anschauen, wie oder welche Faktoren beeinflussen denn hier die Preise, das ist natürlich auf der einen Seite die Heiz- und Kühltage sowohl in Nordamerika als auch in der EU. Die beeinflussen jeweils dann eben den äh, WTI und Brand Spread, weil natürlich das WTI vor allen Dingen in Amerika verbraucht wird und Brand eben in Europa. Wäre ja auch unlogisch, dass ich jetzt mein Öl nach Amerika verkaufe und das Öl aus Amerika hier bei mir kaufe. Äh, passiert zwar auch, aber äh, natürlich wird es vor allen Dingen regional abgenommen. Also auf, eine, auf der einen Seite natürlich der Verbrauch äh, durch Heiz- und äh, Kühleinrichtungen, auf der anderen Seite natürlich auch durch die Industrie. Also wenn es der Industrie gut geht, dann verbraucht die mehr, dann wird der Preis eben höher. Wenn es der schlecht geht, dann verbraucht die weniger. Ähm, auf der anderen Seite, auf der Angebotsseite dann auch Unwetter in der Nordsee oder in den USA. Klar, wenn wir Sturmtage in der Nordsee haben, dann produzieren wir nicht so viel. Das bedeutet, der Preis geht nach oben, weil wir weniger Angebot haben. Und auf der anderen Seite eben durch das Fracking haben wir ähm, mehr Angebot. Das bedeutet, der Preis von WTI geht runter, weil wir natürlich äh, in der Nordsee bisher noch nicht so viel oder eigentlich gar kein Fracking betreiben. Ähm, hat das vor allen Dingen eben Ausf Auswirkungen auf äh, den WTI es gibt natürlich auch noch andere faktoren die den preis beeinflussen wir haben ja auf der einen seite äh, die erdölprodukte also wti und brent und auf der anderen seite äh, können wir natürlich auch äh, biokraftstoffe verwenden also zum beispiel biodiesel und äh, diese fungieren sozusagen als äh, substitut für äh, erdölprodukte. Und es ähm, ist recht spannend oder eigentlich ganz logisch, wenn der Preis für Erdölprodukte nach oben geht, also wenn so unser Erdöl teurer wird, dann äh, wird natürlich mehr der biogene Kraftstoff verwendet, also ähm, der Biodiesel, weil der natürlich dann im Vergleich günstiger ist. Das funktioniert aber nur, wenn über eine längere Zeit hinweg die Erdölprodukte teurer sind als äh, der Biodiesel. Kraftstoff, dann erst äh, fangen die Unternehmen an in den Biokraftstoff oder in die Entwicklung des Biokraftstoffs zu investieren und eben Projekte hier anzustoßen und ähm, dann haben wir eben hier einen höheren Anteil der Biokraftstoffe. Wenn es auf der anderen Seite so ist, dass äh, die Erdölprodukte zurückgehen, dann geht auch äh, die Produktion von Biokraftstoffen zurück. Klar, wenn der Preis äh, niedriger wird, dann ähm, Produzieren wir auf der einen Seite weniger Erdölprodukte, weil lohnt sich nicht mehr, und auf der anderen Seite natürlich auch weniger Bioprodukte, weil lohnt sich ja auch nicht mehr. Ja? Und ähm, deshalb hat man hier so einen Kopplungseffekt. So viel dazu. Gut, ähm, jetzt habe ich auch schon. Längere Zeit aufgenommen. <laughs> ähm, ich werde hier jetzt einen Cut machen und äh, den zweiten Teil dann äh, in der kommenden Woche aufnehmen. Einfach aus äh, Zeitgründen, weil ich gestehen muss, ich brauche jetzt auch mal Kaffee. <laughs> und äh, ich freue mich dafür, dass Sie hier zugehört haben und ähm, ja, freue mich, wenn Sie wieder einschalten. Ich freue mich natürlich auch jederzeit über Kritik und äh, Anmerkungen und ähm, ja, ich freue mich darauf, dass Sie wieder einschalten. Und bis dahin heißt natürlich immer noch die. Die wertvollste Ressource der Menschheit ist ein unschiffiger Geist.